Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Astreiter und wir sind in Folge Nummer 14 von Oxygen Not Included. Ja, der Mordrak hatte mir geschrieben, dass ich das da unten mit dem Lagerbehälter unter Wasser mit dem für das Oxalit richtig gemacht habe. Gut, dann haben wir das so schon mal eingepackt. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter, dass wir hier in der Kolonie vorankommen nach dem Intro. Bis gleich. Ciao. So, da sind wir wieder. Da wollen wir mal schauen, dass das hier wieder läuft. Ja, ciao, habe ich eben gesagt, ne? Das machen wir eher am Ende, ne? Jetzt wollen wir das noch nicht machen. Und hier unten sind wir ja unterwegs, dass wir da hinkriegen, dass wir unseren Kohlegenerator an den Start kriegen, damit wir Strom kriegen. Aber wir bauen überall was Neues, ne? Ja, okay. Essen, wie sieht es mit Essen aus? 5000, das geht mal gerade. Hier sind auch schon ein paar Sachen, die wir da haben. Was können wir hier denn bei unserem Herd machen? Haben wir gar nichts eingestellt. Knorpelbeeren. Die machen wir mal für immer. Omelette geht auch noch. Ja, bevor die hier irgendwo wieder vorne vorliegen und schlecht werden, können wir sie auch machen, ne? Eine eingelegte Mahlzeit, da brauchen wir doch Dingens Mehläuse für, oder? Ja. Die würde ich jetzt auch mal favorisieren zu machen. Okay, mehr haben wir noch nicht. Dann kann einer kochen, aber das Kochen liegt, warte auf Material, zu wenig Ressourcen, Dornbeere. Okay, die sind natürlich hier unten noch am Liegen. Ne, sind sie nicht. Haben sie jetzt direkt aufgegessen oder werden die da hingebracht? Ne, die wurden da gerade hingebracht, alles klar. Gut, Essen bereiten wir vor. Forschung abgeschlossen, haben wir aber jetzt, ne? Luftdurchlässiger Ziel, okay, das ist klar, aber wir sind doch mal am Forschen, ne? Haben wir nicht was, ja. Hier fehlt der Strom, weil es hier unten noch nicht vorangeht, ist auch klar. Da wird gerade sauber gemacht. Aufräumen ist angesagt. Was kann hier nicht weggeräumt werden? Verbrauchbar. Aufräumauftrag. Mehlholzsamen, okay. Ja, vielleicht müssen wir hier mal die Prio gerade hochsetzen. Dass wir da auch was reinkriegen, ne? Und hier geht es mir alleine auch nicht voran genug, schnell genug voran. Müssen wir auch noch machen. Hier, da wurde aufgenommen Erde. Ja, super. Hier, Fingerholzwachstum gestoppt, Bewässerung. Standard-Freizeitplan. Standard-Zeitplan-Freizeit, so heißt das Ding, ne? So, da haben wir was abgeschlossen. Dann schauen wir erstmal, was wir weitermachen. Wie ist es mit Toiletten oder wie ist es Lufterfrischer? Oder doch hier oben was? Nee, das noch nicht. Die Batterie haben wir. Hier haben wir dann Wasserstoff zum Machen und dann gibt es auch noch einen Schalter und sowas. Starkstromverbindungskabel, ja, da müssen wir über nachdenken. Benachrichtigungssystem, ne. Medizinische Geschichte ist jetzt noch nicht so prickelnd vorankommend. Ja, tendenziell neige ich dazu, doch tatsächlich das Wasser voranzutreiben, oder? Luftsysteme? Oder Toiletten? Hygiene ist schon wichtig, ne? Lass uns das forschen. Gut. Hier soll auch gegraben werden. Das kann aber nicht gegraben werden. Da kommen wir gar nicht hin. Was haben wir jetzt hier denn gebaut? Die Rohre haben wir gebaut. Die Rohrbrücke haben wir gebaut. Die Flüssigkeitspumpe haben wir. Und den Auslauf haben wir. Gut. Die Pumpe haue ich mal gleich hier schon mal einer rein. Auch wenn ich die dann technisch gesehen nicht so hoch setze. Hat ja wieder gut geklappt. Ne? Kann man die noch jetzt umändern und dann nochmal auf 3 basteln? Nein, kann ich nicht. Würde sie nicht so priomäßig hoch haben wollen. Stromtechnisch Kabel ist auf 3, okay. Das passt dann schon. Und rohrtechnisch, sanitär müssen wir dann nochmal sanitär, rohrtechnisch natürlich hin. Ja, wir machen das erstmal so. Und gehen dann hoch und
Hier haben wir ja. Lassen wir das mal erstmal so, ne? Hier müssen wir dann überlegen, ob wir den an umändern oder nicht. Oh, Toiletten beide nicht sauber. Das ist schlecht. Forschung ist weg. Läuft erstmal. Wir haben kein Essen zurzeit. Hier oben fehlt es an Strom, ne? Also, weil die Batterie auch leer ist. Unser Steinzimmer ist ja fertig. Dann müssen wir da mal was machen, oder? Mehr geht da erstmal nicht. Kein Strom, weil jemand hier oben was macht. Ja, Stinky ist gerade stinkig. Weil er Sachen machen muss, die jetzt da, ne, nicht so toll sind. Magmatit, Lager nicht verfügbar. Den hätte ich doch schon hochgesetzt, ne? Ja. Dann lass uns den auch mal hochsetzen, weil das ist ja jetzt gerade viel, was nicht verfügbar ist. Hier ist das Wasser, ja, okay. Sie fragt, was passiert jetzt gerade? Oh nein, er versaut mir das Wasser. Weil die Toiletten verstopft waren. Super, oder? Schnell aufwischen, Leute. Und das hier war jetzt natürlich super toll, ne? Und wie wir immer wieder gelernt haben, mache nie einen Wassertrog unter der Leiter, ne? Ach, Mann, ey. So, Ziegel hier hin, Ziegel dahin, Leiter war auch hier, Leiter kommt dann da runter, Leiter hier kann abgerissen werden, obwohl da unten braucht sie nicht abgerissen werden, also zerlegen müssen wir auch, zerlege die da mal, falls wir dahin müssen, dann passt das schon, ne? Das ärgert mich jetzt hier unten mit dem verschmutzten Wasser, ne? Obwohl, es wird ja wieder sauber. Aha, da passiert schon mal was. So, da müssen wir gucken, dass wir die Wasserleitung auch noch hinkriegen. Sanitär, Wasserleitung, da. Da. Und da. Passt. Gut. Hier ist noch nicht gewischt. Prio ändern. Dramatische Tür wischen. Wischen auf 7. Da soll als erstes gewischt werden. So, ist schon weg. Wie ist denn die Prio hier unten? 3. Machen wir die Prio da mal auf 6, ne? Hier gibt es was zu essen. Wir haben aber 3, 8. Hier passiert aber nichts. Wenn ihr Ressourcen Dornmetz, wenn ihr Ressourcen Mehllaus. Bedingungen benötigt, Arbeitsauftrag, okay. Ja, weil wir die jetzt auch essen, die Mehlläuse und sowas, ne? Da müssen wir die Priorität nicht ändern, sondern die Ernährung ändern. Wir essen jetzt ab heute keine Dornbeeren mehr, weil da machen wir Knorpelbeeren raus. Eigentlich sollten wir auch keine Mehlläuse mehr machen, weil wir da ja die eingelegte Mahlzeit draus machen, ne? Ah, da gibt es sogar Verfügbarkeit. Sollte das klappen? Ist die Frage, ne? Gut, müssen wir gucken. Müssen wir sehr stark im Auge behalten. Es wird auf jeden Fall gebraten, ne? Oder gegrillt, sagen wir es mal so. Wir haben immer noch keinen Kühlschrank. Kühlschrank, Nahrung, Kühlschrank beim Essen. Hier. Ja, dahin. Leitung, Strom dran machen.
Passt. Prio, Kühlschrank zu niedrig. Kühlschrank hoch. Leitung auch niedrig für den Kühlschrank. Kühlschrank muss jetzt erstmal höher. Da liegt was, ne, oder? Omelette. 6600 Essen ist was da. Hier oben ist jetzt, ach guck mal, jetzt ist hier doch nicht alles Magmatit und sowas. Ich war davon ausgegangen, dass man was ist. Mehlholzsamen. Ist das organisch? Nee. Ach, hier ist Samen, ne? Pack sie alle rein. Und hier ist jetzt Erde, die nicht weggetransportiert werden kann. Nee. Nährstoffreiche Erde, da steht's doch. Meine Güte. Und jetzt haben wir ja immer noch was. Lager für Kohle nicht verfügbar. Ja, der muss mal hier unten fertig werden, ne? Ja, priomäßig sind wir da wieder falsch unterwegs wahrscheinlich. Hier unten haben wir 7. Bis da oben hin ist aber nur 5. Vielleicht klappt es ja dann ein bisschen besser. So, was machen die jetzt hier? Achso, die Leiter da abbauen. Naja. Okay, war schon gut so. Wir bauen mal gerade hier noch eine Leiter hin auf Stufe 4. Dann könnten die notfalls da auch weiterarbeiten, ne? So, hier fehlt was zum Einpflanzen. Ja, wir wollen das haben. Pflanzen wir. Einstellung übertragen dahin. Die brauchen Licht, ne? Das bedeutet, wir brauchen noch eine Lampe. Unter der Decke. Das müssen wir wohl nochmal umbauen hier, ne? Aber da kommt erstmal die Lampe hin. Und dann brauchen wir noch den Strom dafür. Falsch. Da war Strom. So, passt's. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Prio ändern, weil wir die zu niedrig haben. Machen wir da Licht an. Ja, was liegt hier noch dahinter? Kohle. Okay, hier geht es jetzt wenigstens voran. Ja. Prio da geändert, dass es vorangeht. Sollten wir mit klarkommen. Batterie? Ja, Batterie ist hier. Kein Strom. Stromleitung legen ist natürlich wichtig. Prio-Liste ist dann die nächste Geschichte natürlich. Die Batterie kriegen wir nicht, einfach aus dem Grunde, weil wir, ja, keinen Strom haben, ne? Den Strom machen wir aber nur hier. Gehen wir hier auf D6. Da machen wir jetzt mal eine 6 raus. Da machen wir auch eine 6 raus. Ja, passt schon. Da ist schon eine 7, da ist eine 6. Ich hoffe, wir kommen jetzt mal so voran, oder? Hier hat kein Strom, gibt es keinen Sauerstoff. Hier ist das Becken jetzt geschafft worden. Also jetzt pinkelt uns keiner mehr ins Wasser. Ja, hier ist kein Strom, weil die Batterie schon wieder leer ist. Was kriegen wir hier? Vielleicht eine Akkubatterie? Nein, wahrscheinlich nicht. Mindiefsamen, das war hier dekomäßig. Und das ist ein Pocketpanzerleich. Der greift uns dann da irgendwie so an oder sowas, ne? War das Mindiefsamen? Warte, die gucke ich nochmal nach. Ne, Mirtliefsamen. Also Stress und Moral wird besser. Aber das ist ja auch nicht verkehrt. Das können wir dann hier neben dem Bett und sowas machen, ne? Lass uns die Samen nehmen.
Weil er hier, weiß ich nicht. Ist ein Laich, ne? Die sind aggressiv, oder wie war das? Wir können ja auch noch mal den Pocket-Panzer gerade aufrufen, ob uns das was bringt. Pocket-Panzer, was ist das hier? Ernährung verschmutzte Erde, verrottete Haufen, Ausscheidung Sand. Eigentlich bringt mir das nicht so viel, oder? Wenn Pocket-Panzer ausgewachsen müssen die regelmäßig Teile des Exoskeletts abstoßen, um Platz für neue Wachstum zu schaffen, obwohl die dramatisch schon früh in der Pubertät hat. Zusammen erwachsen leben, weiter wachsen bis zum Tag, an dem sie schließlich sterben. Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Die ernähren sich von verschmutzter Erde und verrotteten Haufen und produzieren Sand. Wäre ein Filter dann, ne? Ja, würde vielleicht auch Sinn machen, wenn wir hier so Filter haben, ne? Weil der Sand ist ja Filtermaterial, der wird ja wieder schmutzige, verschmutzte Erde, würde wieder sauber werden, ne? Aber der rennt hier mir rum und dann muss ich den irgendwie, ne, einfangen und sowas. Ich glaube, da sind wir mit den Leaf-Samen da erstmal besser bedient. Wir nehmen die, bevor wir nichts nehmen. Drucken wir die. Gut. Und dann können wir auch hier einen Blumenkübel hinstellen. Unter Möbel waren die, ne, oder? Ja. Ja, leider haben wir jetzt die Betten so schlecht hier positioniert. Aber ist auch nicht so wild, sehe ich gerade, weil... Ja, wir werden jetzt mal gerade die Temperatur aufrufen und dann überlegen, wo wir Betten bauen würden. Zum Beispiel hier, ne? Hier ist ja kühl, ne? Einigermaßen. Ja, ich würde mal sagen, das machen wir dahin. Möbel. Wir bauen hier erstmal... Hier machen wir den Kübel hin, dann bauen wir daneben ein Bett. Und dann ist das schon mal nicht schlecht. Dann gehen wir auf Sanitär und dann machen wir haben wir noch nichts, ne? Dann müssen wir erst noch erforschen. Danach soll dann die Dingens kommen, sag schon. Die Geschichte mit Badezimmer, ne? Und wir graben das hier erstmal so ein bisschen aus. Ja, wie weit wir das brauchen, weiß ich noch nicht, ne? Da geht's ja so. Müssen wir mal schauen. Oh, hier wurde schon weiter gebastelt. Wir kommen der Sache schon näher. Okay, Batterie ist da oben in Bearbeitung, dass sie voll wird. Müssen wir auch noch dran arbeiten, sehr viel dran arbeiten. Wir haben zurzeit nichts zu essen. Objekte fehlen Ressourcen, das ist hier. Forschung habe ich nicht ausgewählt. Ach, Toiletten sind schon fertig. Machen wir das. Oder habe ich was ausgewählt gehabt und habe es jetzt verworfen? Toilette? Nee, das war schon richtig. Haben wir erledigt. Passt schon. Gut, hier wird weitergearbeitet. Ah, die Prio da oben ist natürlich nicht so dolle wahrscheinlich. 4. Machen wir dieses Stück Mauer da weiter, damit man da wieder rüberlaufen kann, weil hier gibt es ja doch mal ab und zu was. Oder auch nicht. Oh, mal. Ah, doch, vielleicht hier Erz oder sowas, ne? Da machen wir mal Graben 3 hier oben hin. Falls wir das brauchen, dann können wir das hier mal abbauen, ne? Gut, okay. Er ist gerade aus dem Rad gefallen. Okay, war nichts Schlimmes. Gut, dann würde ich aber auch erst sagen, warten wir es wieder ab, bis wir hier unten auf jeden Fall weiterkommen. Das ist jetzt gerade die Prio, die wir dann vielleicht setzen sollten, damit wir hier
wirklich den Generator kriegen mit dem Strom und so weiter, damit wir dann Sauerstoff produzieren können, hier den Steinbeißer, sage ich schon, Steinbrecher, da wegkriegen. Ja, da kümmern wir uns in der nächsten Folge dann drum. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo überhaupt macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.